76 Beschlussempfehlung und Bericht Innenausschuss. Antrag die Fraktion Linke, die humanitäre Katastrophe an der polnisch-belarussischen Grenze beenden. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP, AfD, Kollege Kahnt. Wer stimmt ja nicht zu? Die Linke. Dann ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen, wie ich es genannt habe, angenommen. Tagesordnungspunkt 77, Beschlussempfehlung, Bericht Kulturpolitischer Ausschuss, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP, Rechte von Kindern der Pandemie schützen. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist Bündnis 90 Die Grünen, CDU und die AfD. Wer ist dagegen? Das ist die FDP, die SPD und die Linke. Der Kollege Kahnt hat zugestimmt. Oder? Jawohl. Enthaltungen gibt es dann keine. Dann ist mit dieser Mehrheit so die Beschlussempfehlung festgehalten und beschlossen. Tagesordnungspunkt 78, Beschlussempfehlung, Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss. Antrag Fraktion SPD, Fraktion der Freien Demokraten, Corona wirksam bekämpfen und so weiter und so fort. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Die AfD und die CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist, und der Kollege Kahnt, und wer ist dagegen? Die SPD, die Linke, die FDP. Und wer enthält sich? Keine. Dann mit dieser Mehrheit die Beschlussempfehlung so verabschiedet. Tagesordnungspunkt 88. Beschlussempfehlung, Haushaltsausschuss, Antrag Landesregierung, Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020, die nachträgliche Genehmigung der über- und arbeitsplanmäßigen Ausgaben sowie der Vorgriff im Haushaltsjahr 2020. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, die Linke, FDP, AfD, Kollege Kahnt. Da kann keiner mehr dagegen stimmen, also ist das einstimmig so beschlossen. Und dann haben wir noch den Tagesordnungspunkt 89. Beschlussempfehlung, Bericht Haushaltsausschuss, Antrag Rechnungshof. Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2020. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist offensichtlich auch das ganze Haus. Gegenstimmen, Enthaltungen sehe ich nicht. Dann haben wir das erreicht, meine Damen und Herren. Wir sind am Ende der Abstimmung.